Sieht nämlich auch in einer relativ gefährlichen Gegend aus. So. Ja. Für den Rest warten wir jetzt einfach. Das Wartspiel kann man nämlich sehr gut spielen. Ah. Standing by. Ready. Aber Lynx schafft das wohl. Ja. Ja, sehr schön. Perfect. You never stop learning. Ein bisschen Experience dazu. What's up? Gotcha. Ready. Sollte ich natürlich möglichst mich um diesen Lichtkegel herum fortbewegen. Ready. Okay. Gut. Was hat denn da gestöhnt vor Schmerz? Okay, Magic hat einen entdeckt und eine Unterbrechung bekommen. Ich hätte natürlich jetzt ein riesiges Problem, sobald hier ein Knicklicht reinfliegt. Hoffentlich kommt keiner von den Spasenmacken auf die Idee oder wird vorher abgeknallt. Nordosten. Da scheint einiges los zu sein, aber ich sehe irgendwie nichts. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Hier ist eigentlich die Lichtabdeckung genug. Ja. Genügend vorhanden. Nee, das bringt gar nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sobald man durch diesen Rauch schießt, dass dann alles verloren ist. Yo. An Treffsicherheit. Das war knapp. Das hat getroffen. That dude pissed me off. Yeah, yeah. Okay. What's up? Gotcha. Ready. So. Okay. Ja. Yeah, okay. Weiter geht die wilde Fahrt. Ready. Sounds good. Ein paar konnten wir erledigen schon. Mann. Pasha, heard something. Okay, gut. Da haben wir ihn. Den haben wir vorhin schon mal gesehen. Schön zwei in den Kopf verpassen. Zack. Schauen, ob das hinhaut. Puh. Das hat schon mal gut geklappt. Ja, sehr schön. Good stuff. Yeah, yeah. You got it. Bleiben da und you got it. Hier geht's jetzt weiter Richtung Front. All right. Yeah, we's clear. Present. Schwupp. Check. Schwupp. Ready. Sounds good. Schwupp. Heard something. Jetzt haben wir auch einen ganzen Pack Granaten dabei. Einfach so. Ich fühlte mich danach. Die Raven Magic Lynx. Ich glaube, mit Lynx sollte ich. Den Magic Lynx wegmachen. Ready! Dann mit Lynx einen im Kopf. Na. Ready! Und Raven sollte, glaube ich, so einer in den. Ach, scheiße. Das war jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt was sparen könnte, indem ich einen mit ohne viel Zielen machen kann. Schuss. Ready. Ah. Sieht aber nicht so aus, als ob hier so viel Gegenwehr ist, wie ich vermutet hätte. Pasha, hört something. Motherfucker. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Also weniger Gegenwehr ist mir immer lieber als zu viel. Wenn ich in den letzten Sektoren, also wenn die Gegner voll ausgestattet sind, da habe ich schon alle möglichen Sachen gehabt, dass man dann gespottet wird und dann fliegen erstmal drei Mörsergeschosse auf einen und das gesamte Team ist weg. Vor sowas habe ich wirklich Schiss, weil dann gibt es ja auch gar kein Zurück mehr. Momentan. Und so dumm verliere ich das Team ungern. Ready, heard something. Let's show them what we are made of. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich in dieser Phase kurz mit allen anderen nachziehen kann, schnell. Ohne unnötig viel Zeit zu verlieren. Ja, solange es so noch läuft. Ich werde ganz nervös hierbei.
Standing by. Sehen die mich wirklich nicht? Ich meine, die haben bis auf den ersten Typen, der diese Unterbrechung gekriegt hat, noch nichts gesehen. Getting to be a drag chasing the mace. We go about our business, they'll probably show. The enemy's here. Schon wieder einer. Oh. Das ist ja fast wie ein Geschenk vom Spiel jetzt. Was hier passiert. Problem solved. Viel wird nicht mehr übrig sein. Und dann haben wir den Einstand hier geschafft. Großartig. Ready. Puh. Getting to be a drag chasing the mace. Yeah. We go about our business. Yeah. Probably show. The enemy's here. Junge. Also ja, wie Tontauben schießen. Nur noch einfacher. Ich verstehe nicht, was diese Jungs hier machen. Da mache ich mir so eine Panik zuerst und dann sowas. Ah. Ich vermisse auch den obligatorischen Panzerfausttypen. We haven't taken care of all of them. Something to keep in mind. Okay. Hier scheint jetzt nichts mehr zu kommen. Aus der Richtung. Mal schauen. Was wir dann hiermit machen. Wow. Das ist ein Marksmanship. Juhu. Und hier auch. Das finde ich irgendwie komisch. Und jetzt haben ihn alle entdeckt. Moron. Yeah. So, die beiden sind namenlos zurückgeblieben. Also, von der Distanz her. I heard something. Might have been my stomach. Might not have. Dead guy. Okay. Oh. Oh man. Yeah. Ungünstig, aber nichts, was einen gezielt geworfenes Leuchtmittel nicht beheben könnte. Damn. Ich frage mich ja. Ready. Es liegt innerhalb der Reichweite. Oh, herrlich. Herrlich. Magic liegt außerhalb. Jetzt haben alle die gleichen Waffen, glaube ich. Nee, Eis. Eis könnte auf jeden Fall noch treffen, da liegt es innerhalb der Reichweite. Sorry, Effekt war es, wenn es außerhalb der Waffenreichweite liegt, dass man dann die effektive Trefferwahrscheinlichkeit halbiert bekommt. Ready. What's up? So, hier hin. Los. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe gerade Gaskets Todesurteil besiegelt. Ready. Okay. Yeah. Ready. Weil ich nicht ganz glaube, dass seine Rüstung und Ausdauer so gut ist, um jetzt aus der Lage, wo er sich befindet, rauszukommen. Nein? Das glaube ich wirklich nicht. Ready. Lynx hätte noch eine Laufverlängerung gebraucht. Oh Gott. Nein. Okay, aber er lebt noch. Noch ein Knicklicht. Looking at trouble. Puh. Noch eine Granate. What made that noise? Eine Rauchgranate. S.O.B. Damit den Leuten unten sollte ich jetzt nachziehen langsam. Ready. Gut. Gaskett, wie viel hat er noch? Gaskett hat noch 4.
Das hat voll nicht geklappt.